Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Aktuell gibt es viele, denn ich liebe sie und es gibt auch aktuell viel zu erleben und viel zu tun. Gerade, ihr glaubt es kaum, ich bin 100 Meter von meinem Friseur weg. Irre, oder? Aber ich bin nicht für den Friseur hier, sondern weil wir hohen Besuch haben hier in Berlin, nämlich Micke! Hallo Micke! Fast so schön wie dein Friseur. Ja, meine Friseurin ist tatsächlich schöner als du, muss ich leider sagen. Ja, ist okay. Das ist okay, ja, sehr gut. Ist das da hinten der Friseur oder? Da rechts, du siehst den von hier noch nicht. Ja, okay. Der heißt, warte mal, das war irgendein Wortwitz, der mit versaut. Bordell heißt der. Bordell? Der heißt Bordell, aber mit zwei L. Oder mit einem L. Wie schreibt man Bordell richtig? Frage ich mal den Autor. Moment, was ist da der Wortwitz? Also Bordell, das... Also es ist kein Wortwitz, sondern es ist halt einfach nur, das heißt Bordell, aber anders geschrieben. Es ist halt keine Zweideutigkeit, sondern einfach nur... Ja, du weißt, das ist unter Micke. Das ist halt deutlich unter seinem Niveau. Das ist mir nicht intellektuell genug. Ich weiß gar nicht noch, ob ihr wisst, wie er aussieht. Ja. So ist er. Also hallo. Micke schon lange nicht mehr gesehen wahrscheinlich. Mhm. Und warum bist du hier? Hier finden heute die Hörbuchaufnahmen für meine neue Fantasy-Trilogie Science of Magic statt. Das war ein langer Satz. Ja, krass. Und, ja. Das heißt, es gibt schon wieder eine neue Trilogie? Ja, ich schreibe sehr viel, muss ich zugeben. Ja, wir sind hier gerade ein paar Tage vor Friendly Fire. Wir haben also alle Stress, vor allen Dingen Micke. Aber heute ist der erste Tag, wo diese Hörbuchaufnahmen stattfinden. Genau, ja. Und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und wir warten kurz auf den Bus. Und am Ende gibt es noch eine krasse Ankündigung. Also bleib dran! Richtiger Cliffhanger. Wow! Ja. Okay, das ist hier der Eingang zum Studio. Es hat uns überrascht, wir haben da geklingelt. Wir gehen jetzt hier rein, weil hier auf einmal die gute Jana erschienen ist. Aus dem Nichts. Hallo! Ja, hallo! Wie geht's? Ja, auch ein bisschen. Jetzt stehen sie schon an. Hi. Moin, hi. Peter. Tag. Hi, hallo. Micke, mit wem unterhältst du dich denn jetzt hier gerade? Das ist Max Felder. Tag. Bekannt als die deutsche Stimme von Hidden Worlds natürlich. Und ich glaube auch Ron Weasley. Auch, das, ja, andere. Kannst du noch so ein paar aufzählen? Oh Gott. Sie kennen mich aus. Sie kennen mich aus Filmen wie Tarzan, Harry Potter, Twilight, also Jacob. Brandon Thwaites aus Fluch der Karibik, Eren Jäger aus Attack on Titan und was weiß ich. Also viele. So ein Schwergewicht konntest du für deine Bücher gewinnen? Ja, also eigentlich ist es ja vor allem Lara gelungen, das. Ach so! Weil hatten wir das schon mal erzählt im Podcast vielleicht, ne? Ihr hattet ja zusammen mal so einen Stream gemacht, wo ihr Sachen vorlesen wolltet. Genau. Und ich hatte einfach den Prolog hingeschickt, den sie vorgelesen haben. Und so kam das Hörbuch dann zustande, weil der Fischer Verlag das cool fand. Und dann haben sie euch verpflichtet dafür, ja. Genau, wir haben den Prolog von Hidden Worlds 1, Nebel im Kompass, gelesen. Genau. Und ja, Lara kam da so ein bisschen mit der Idee, irgendwie meinte, hey, ein Kumpel von mir hat ein Buch geschrieben und der hat uns Prolog geschickt, das gibt's noch gar nicht, aber wenn du Bock hast, ja klar, das machen. Lass irgendwie die Rollen verteilen und gucken. Und daraus wurde dann das. Und heute ist der erste Tag der Produktion jetzt hier von der neuen Trilogie. Der letzte. Wir sind gerade fertig geworden. Der letzte? Ja, ich habe mich geirrt tatsächlich. Ja. Ach, der letzte. Wait. Aber ich muss das doch filmen, wie das eingesprochen wird. Musst du nochmal Fake gleich machen. Muss nochmal Fake gleich. Genau das wollte ich mir angucken, wie sowas eingesprochen wird. Jetzt seid ihr fertig. Ja, das sind wir zu sehen. Aber, ja, ich bin komplett reingelegt worden. Das gibt's ja wohl nicht. Wir wurden gerade übrigens überprüft, wollte ich nur sicherheitshalber dazu sagen, ob wir auch geimpft sind. Haben natürlich Maske an, also nur, falls ihr euch da fragt. Okay, wir müssen das jetzt nochmal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir da aber sehen, wie das funktioniert. Zwei neue verpasste Anrufe. Jana, du hast Anrufe verpasst. Okay, da steht Max jetzt. Man sieht erstmal meine Reflexion. Hallo! Und man sieht Max. Hallo! Den winken wir auch zu. Jawohl, sehr gut. Hört ihr uns? Du hörst uns nicht. Doch, weil du Kopfhörer auf hast. Ich höre euch trotzdem. Hallo! Aber wir hören Max nicht, weil das läuft noch nicht über die Boxen. Doch. Echt? Ja. Ah. Oh. Check. Jo, wir hören dich. Sehr gut. Wie in so einem wir hören Tonstudio quasi. Oh nicht zu nah. Nicht zu nah. Ja, dann tut jetzt mal so, als würdet ihr das normal machen. Kein Problem. Albert Tubbs war Magier. Nein. Nicht die Art, die Feuerbälle warf oder auf Besen durch die dunkle Nacht ritt. Er gehörte der Gattung an, die weiße Handschuhe, einen nach Mottenkugeln riechenden Frack
und einen schwarzen Zylinder trugen, in dem sich eigentlich ein weißes Kaninchen versteckte. In seinem Fall war es aber nur Butterscotch, der übergewichtige Familienhamster. Timothy Relish Jr. hatte Geburtstag. Es ganz kurz, müssen wir jetzt entscheiden, nehmen wir die englische Variante Junior oder Junior? Timothy Relish Jr. Was sagt der Autor? Junior. Junior. Ja. Sehr gut. Jetzt so im Hörbuch nachher ist es ja. Junior. Max, war's voll okay. Max, kurz bevor du weitermachst, hier ganz kurz die Story, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, dass das ganz witzig war, bei den bisherigen Aufnahmen schon, jedes Mal, wenn du nicht so ganz wusstest, so bei der ersten Trilogie, wie soll ich das jetzt aussprechen? Was hast du im Zweifel gemacht? Ich habe einfach Mickel geschrieben. Einfach Mickel geschrieben? Einfach Mickel Sprachnachrichten geschrieben? Und ich hatte auch keine Ahnung. Ich wusste es selber halt auch. Ich habe es geschrieben, nicht ausgesprochen. Ja. Okay, danke schön. Gut, nochmal Timothy, ja? Mhm, genau da. Timothy Relish Jr. hatte Geburtstag. Es war sein 8. Und sein Vater, Timothy Relish Sr., war Alberts Boss. Zugegeben, eigentlich arbeiten Zauberer ohne Vorgesetzte. Als Magier vollführte er Zaubertricks und brachte die Kinder so zum Staunen und Lachen. Als Pizzabote zauberte er seinen Kunden zumindest ein Lächeln ins Gesicht, wenn er sich an der... Entschuldige bitte, zauberte er seinen, denn die Endsilbe war ein bisschen vernuschelt. Sowas. Genau, und dann haben wir auch nochmal mehr den Kontrast zwischen brachte er die Kinder zum Staunen und Lachen und wohingegen er seinen Kunden ein Lächeln ins Gesicht. Vielleicht kannst du oben nochmal rein. Mach ich. Als Magier vollführte er Zaubertricks und brachte die Kinder so zum Staunen und Lachen. Als Pizzabote zauberte er seinen Kunden zumindest ein Lächeln ins Gesicht, wenn er sich an der Gegensprechanlage mit Relish Pizza frisch wie aus Nizza meldete. Jana, wie ist denn das? Du hast ja zwischendurch korrigiert. Machst du dann auch einen Cut da und sagst so, okay, das, was jetzt nicht funktioniert hat, das machen wir direkt raus on the fly und fangen wieder von vorne an? Da arbeitet jedes Studio so ein bisschen anders. Ich arbeite so oder wir arbeiten hier so, dass wir inhaltlich uns erstmal total auf den Sprecher oder die Sprecherin und das Buch konzentrieren. Und das geht halt am besten dadurch, indem man einmal die Aufnahme durchlaufen lässt, bis zur nächsten Pause oder wie auch immer. Und ich einfach in meinem Skript, das ja natürlich dasselbe ist, das Max auch drin hat, und ich da einfach markiere, sodass dann später im Schnitt klar ist, ah okay, da gab es irgendwie 5 neue Ansätze oder da wurde nochmal ein Insert gemacht, also zum späteren Zeitpunkt nochmal ein einziger Satz aufgenommen und den nochmal in der Variante gemacht. Ah, okay. Das heißt, im Schnitt später würde man dann nur eine ganz lange Audiodatei oder halt über mehrere Tage dann sehen und braucht dann eben dieses Skript, um natürlich auch inhaltlich ein bisschen zu sehen, ah, das ist ein Absatz oder da ist vielleicht mit Absicht irgendwie mal ein Zögern drin oder eine längere Pause. Ist das, was du da machst, ist das synchronisiert direkt mit dem, was Max sieht? Oder? Nein, nee, das, um Himmels Willen. Ich glaube, das würde ihn sehr ablenken. Ja, verständlicherweise. Genau. Ja, okay. Zumal, das kann Max euch natürlich besser erklären. Erfahrungsgemäß macht jeder Sprecher und jede Sprecherin das anders. Manche arbeiten mit Papier und haben irgendwie eine riesen Palette an bunten Textmarkern und markieren sich irgendwie jede direkte Rede, je nach Figur, in einer anderen Farbe, um eben sofort auf den ersten Blick zu sehen, okay, hier das ist pink markiert, das sagt jetzt hier die Mutter der Protagonistin beispielsweise. Da muss ich dann eine andere Chargierung reingeben. Das ist eine Markierung, die geht mich nichts an, beziehungsweise die nützt mir nichts und würde im Zweifel nur zu Verwirrung führen. Und, okay, das heißt... Mein Markerskript, die ganzen Striche und Notizen, die halt für den Schnitt relevant sind, das sind Infos, die würden die SprecherInnen nur irritieren. Da komme ich dich mal auch kurz bei deinem Office besuchen, wenn das okay ist, dass wir uns das aber auch gucken können, auch wenn es ein bisschen klein und eng ist. Aber das ist ja schon mal interessant zu sehen. Wenn wir jetzt hier einmal rumgehen, haben wir hier das Studio. Oh, das war fast falsch. Oh, Doppeltür sogar. Hier kann nur ich dich reinlassen. Komplett Doppeltür. Okay, dadurch... Ja, ja. Ich mache Raum in Raum, damit der Raum so trocken und schallisoliert wie möglich ist. Man merkt auch direkt, wie sich das hier anders anfühlt. Ja, auch anhört. Ja, genau, anhört und dadurch fühlt es sich, finde ich, auch direkt anders an. Ja, klar, du hast halt hier, wie gesagt, alles getan, um den Raum so trocken wie möglich klingen zu lassen, sodass du keinen Hall oder irgendwas hast, dass nichts stört quasi. Das ist total abgefahren. Ja. Das ist so ruhig. Super angenehm. Das ist angenehm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das auch, so wie ich jetzt gerade auf Anhieb, etwas sonderbar beurteilen würden. Aber gut, irgendwann findet man das bestimmt angenehm.
Und jetzt sitzt du hier, also stehst, aber genau. Du kannst auch sitzen. Ich kann tatsächlich, ich kann den hochfahren oder runterfahren, ich kann auch sitzen, das ist je nachdem, wie ich halt einfach am Tag meine Verfassung ist, irgendwann will ich mal stehen oder will mich mal hinsetzen, weil ich erschöpft bin oder was. Man liest ja, wir hatten jetzt immer von 10 bis 17 Uhr, so, da irgendwann bist du mal müde. Ja, logisch. Genau. So kann ich mir das machen, wie ich möchte. Aber da muss man das auch erstmal hinbekommen, dass man die Müdigkeit nicht hört. Richtig. Okay. Und dann hängt da das Mikrofon oder theoretisch verschieden oder was ist das da oben? Tatsächlich, aber nehmen wir nur mit dem hier auf. Okay, damit wird aufgenommen und da hast du den Text. Du hast dich jetzt für die digitale Variante entschieden. Genau, ich mache das. Früher habe ich mit Papier gearbeitet, dann irgendwann habe ich mir einen Laptop gekauft und bereite zu Hause tatsächlich die Bücher immer vor. Genau wie Jana schon sagte, jede Figur kriegt eine Farbe und unterstrichen werden bei mir am Satz oder am gesprochenen Satzende immer die Emotion, damit ich weiß, in welcher Emotion ich lese. Schreite er, flüsterte sie, lispelte er, was auch immer, sodass ich schon im Vorauslesen weiß, wie ich den nächsten Satz zu sprechen oder zu lesen habe. Ja, das heißt, du musst das Material echt ganz gut kennen eigentlich. Also genau, und im Idealfall liest du halt, während du vorliest, liest du schon so ein, zwei Sätze voraus. Ja, oh, das ist ja auch mal eine geile Challenge. Es ist, ja, man muss sich dran gewöhnen, es ist... Okay. Hörst du dann zwischendurch auch dich selber dann nochmal, um abzuchecken, wie du selber geklungen hast? Oder? Nee, also, das gar nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst mit Kopfhörer und ohne arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit. Und dann hörst du dich live quasi. Genau, ich habe ein Monitoring drauf, dass ich höre, was ich sage. Und dann höre ich natürlich auch schon beim Lesen deutlich besser, ob ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, einen Klacker in der Stimme hatte, ob ich es irgendwie... Spucke irgendwie hatte oder irgendwas. Oder ob ich es für mich nochmal lesen möchte, weil ich sage, nee, warte, die Betonung möchte ich doch anders machen. Ja. Genau. Das finde ich sehr angenehm. Es gibt aber auch viele Kollegen, die sagen, nö, ich arbeite ohne Kopfhörer, die drücken nach einer Zeit oder will ich einfach nicht, will mich nicht hören. Ich mache das lieber so, wie ich jetzt auch so vorlesen würde. Ja, ist bei uns auch so. Ganz viele, die das Gleiche machen wie wir, machen das auch mit Monitoring. Und wir kommen ja nicht aus der Area. Geil, wir sind komplett dunkel. Auch richtig geil im Degenlicht. Ich kann das halt null mit Monitoring. Ich kann es null. Meine eigene Stimme macht mich wahnsinnig. Aber gut. Ich mag das gern. Also nicht wegen mir, sondern ich mag das einfach, weil ich mich halt deutlich besser überprüfen kann. Ja. Also für mich ist es eine Selbstkontrolle beim Lesen. Ja. Und ich muss mir dann nicht irgendwie, also Jana muss mir dann nicht immer sagen, nee, warte mal, mach da nochmal. Manchmal hast du es selber schon quasi. Genau, ich höre halt so, da war jetzt, wie gesagt, zum Beispiel irgendwie ein Plopper drauf oder ich habe ins Mikro ein P oder sowas, ging direkt aufs Mikro. Das höre ich dann selber schon und weiß, okay, ich starte den Satz gleich. Machen wir nochmal. Ja, okay, geil. Okay, super cool, vielen Dank für den Einblick. Das hier ist ja mal ein Arbeitsplatz, der etwas anders ist, muss ich sagen. Ja. Aber man kann immer wieder rüber gucken zumindest. Michael, wie war es denn jetzt, die eigenen geschriebenen Wörter zu hören? Es ist immer absurd, dass sowas passiert, weil ich mir immer irgendwann gedacht habe, ich habe jetzt Langeweile und schreibe mal irgendwie. Ein paar Jahre später wird irgendwie ein Tonstudio angemietet und jemand wie Max stellt sich dann in die Tonkabine und darf das einsprechen. Komisch zu sehen, wo das alles hingegangen ist, aber sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ja, ich finde das auch immer faszinierend zu sehen, wie dann sowas entsteht, was man sich dann einfach bei Audible oder wo auch immer holt und dann hört. Was dahinter steckt, ne? Ja, das sieht man immer gar nicht. Das ist so wie bei Pizmeet, da sind so viele Leute im Hintergrund, was da alles gerackert wird. Was man der alles schon gemacht hat. Ja. Und jetzt schreibt er Bücher, Leute. Ja, hier, ja. Die Karriereleiter. Ja. Gucke ich auf dem Display? Nee, ich gucke auf die Linse. Dahin oder mich an? Ah, genau. Also besser dahin. Okay, also das war eine interessante Erfahrung. Alter, das ist doch geil, ich kann mich hier so anlehnen. Weil das ist eigentlich meins. Oder? Ja, aber ist mir egal. Okay. Ja, aber du könntest dich da anlehnen. Ja, stimmt, du könntest dich da auch anlehnen. Oh. Okay, das ist einer der Gründe, warum du hier hingekommen bist, weil du das endlich mal natürlich sehen wolltest. Ja. Wie deine eigenen Bücher eingesprochen werden. Einmal ein Kontrollbesuch quasi. Ja. War alles schon gelaufen ist. Ja, war alles schon durch. Aber war auch gut. Muss bei Lara nochmal vorbeikommen. Ja, werde ich auch nochmal vorbeikommen. Weil Lara ist ja die andere Stimme, die den anderen Teil dann genau, spricht. Genau, die andere Hälfte. Ja. Lara Loft. Mhm. Falls das nicht verständlich war. Das war einer der Gründe, aber gleichzeitig wollten wir auch noch ein Video machen, denn du hast was Tolles anzukündigen. Was denn? Wie fange ich den Satz jetzt an? Ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich jetzt quasi bei Pizmeet und Friendly Fire kürzer treten werde. Das schöne Ankündigung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ist das nicht schön, Leute? Ich bin ja schon im Kopf so den Satz vorbereitet. Und jetzt stelle ich dir so eine blöde Frage. Genau. Tut mir leid.
Nee, ich habe beschlossen, dass ich mal ein bisschen kreativer arbeiten möchte. Ich mache jetzt seit 8 Jahren so Projektmanagement, arbeite mit Influencern zusammen und so. Wann bist du Pizmeet beigetreten? Vor 6,5 Jahren. Vor 6,5 Jahren, davor warst du ja bei Alliance. Bei Alliance, ja und jetzt hat Mikkel Schnauze voll. Also mir wäre nach einem Sabbatical gewesen, wenn Pizmeet sowas anbieten würde. So einfach ein ganzes Jahr? Ja. Nee. da das nicht geht... Viele wissen das vielleicht gar nicht. Mikkel ist ja immer noch bei uns. Bei Pizmeet quasi beschäftigt für Friendly Fire. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir schon angekündigt haben, dass du ja dieses Jahr schon eine Unterstützung bekommen hast. Haben wir nicht. Das könnten wir jetzt sozusagen im Zuge dessen machen. Also habt ihr vielleicht auch gestern schon bei Friendly Fire gesehen? Weil das werden wir da ja bestimmt auch thematisieren. Ich denke, sollten wir das tun. Das wäre nur fair der Person gegenüber. Ja, allerdings. Genau. Ich habe Unterstützung bei Friendly Fire bekommen, weil ich in der Hinsicht ein bisschen kürzer treten will in Zukunft. Das ist ja nicht so einfach, weil die Konsequenz wäre sonst gewesen, wir machen kein Friendly Fire mehr oder irgendjemand macht es, der davon keine Ahnung hat. Also haben wir schon jemanden eingearbeitet. Und Jules nehmen wir nicht. Jules macht andere Projekte. Ja, genau. Jules macht andere Projekte. Der darf Go-Kart fahren. Ja, richtig. Ja. Und deswegen mache ich jetzt ein Patreon mit Kurzgeschichten. Da gibt es wahrscheinlich jetzt einen Link. Also ich meine, du bist ja zusätzlich sowieso schon Buchautor. Ja. Also das hast du ja jetzt schon nebenbei die ganze Zeit gemacht, quasi freizeitmäßig, in Anführungszeichen. Bücher vertrieben, die ihr auch kaufen könnt. Habt ihr ja immer mal wieder auch gesehen. Erscheinen jetzt zum Beispiel nächstes Jahr eben 3 neue Trilogie. Das gibt einem natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, ich möchte bei Pizmeet nicht mehr Vollzeit für Friendly Fire arbeiten, sondern weniger. Allerdings zusätzlich dazu hast du jetzt dein Patreon gestartet. Genau, da werde ich jetzt Kurzgeschichten los an die Leute. Also an euch potenziell? Genau, ja. Ich habe einfach mal Bock, irgendwie so ein bisschen raus aus allem zu sein, irgendwie ein bisschen kreativer mal meinen Kram zu machen und dann mal das Jahr einfach zu gucken. Aber wie gesagt, das ist jetzt für alle, die jetzt Angst haben und Friendly Fire, keine Absage an Friendly Fire und auch nicht an Pizmeet. Also nein, nee, Mikkel ist immer noch da, nur deutlich reduzierter und als Geschenk, quasi, wenn uns Mitarbeiter gesagt hat, ich möchte weniger arbeiten, sagen wir, klar, lass ein Video drüber machen, wie du anders Geld verdienen kannst. Dumm von uns. Ihr wollt ja nicht mal einen Share haben eigentlich. Ne? Das ist ja so das erste im Influencer-Business, was man lernt, dass alle irgendwo einen Share mitverdienen. Jede Agentur, die drin hängt. Ja, so. Wir haben jetzt ein Video gemacht. Ja. Der Share war deine Arbeit. Genau. Ja, die natürlich auch bezahlt wurde, um Gottes Willen, bevor das jetzt jemand denkt. Mhm. Aber Patreon heißt im Endeffekt, ihr könnt bei Patreon, falls ihr das noch nicht kennt, auf die Seite gehen und dann gibt es so verschiedene Level zur Auswahl, wo ihr sagt, okay, ich möchte so und so viel Geld Mikkel geben oder so und so viel und dafür bekommt ihr dann halt unterschiedliche Dinge. Genau, das geht bei 4 Euro für die Kurzgeschichte los, dann gibt es für 1 Euro mehr die Kurzgeschichte, leider nur von mir eingesprochen, mein Budget reicht noch nicht für Leute wie Max. Du kannst auch Ziele definieren. Ja, ja, habe ich schon im Kopf auch. 40.000 Euro pro Monat. Max spricht ein. Mein zweites Ziel ist tatsächlich, dass ich erstmal... Da lachte. Ist er dabei? Ja, mein zweites ist tatsächlich, dass ich erstmal jemanden finde, der mir das schneidet, weil es ist unglaublich anstrengend, sowas zu machen. Und du hast das Podcast ja lange gemacht bei uns auch. Ja, aber da schneide ich nicht jeden Verhaspel und jedes Atmen raus. Das stimmt natürlich. Das wird mich wahnsinnig machen. Ja, das ist nicht so spaßig. Aber ich mache es trotzdem, weil das ist es mir wert für euch. Genau, und da gibt es noch so Postkarten und meinetwegen drucke ich euch das auch irgendwann aus, wenn ihr genug Geld da lasst. Also wer Lust hat, mich zu unterstützen, der kann das gerne machen. Und ansonsten könnt ihr auch meine Bücher kaufen oder ihr könnt darauf warten, dass sie irgendwann kostenlos auf Spotify zu hören sind. Ist mir auch recht. Alles gut. Ja. Aber wenn ihr wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Schaut euch das mal an. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Und so trennen sich unsere Wege dann schon wieder. Im Hintergrund seht ihr den wunderschönen Berliner Hauptbahnhof. Mhm. Da fährt Mikkel jetzt schön wieder nach Hamburg. Ja. Wir haben uns noch ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Echt cool. Und auch mal schön, das mal gesehen zu haben, wie sowas produziert wird. Ja, super spannend. Ich finde, wie wir schon festgestellt haben, ne, man checkt immer gar nicht, was da alles hintersteht. Ja. Und das fand ich mal sehr faszinierend, was da umgesetzt wird. Ja. In der Tat. Okay, danke, dass ihr heute eingeschaltet habt bei diesem leichten kleinen Blick hinter die Kulissen von einer Hörbuchaufnahme, die eine gute Heimreise. Wir sind jetzt gerade natürlich noch vor Friendly Fire. Ich hoffe, ihr hattet schon ein schönes Friendly Fire. Ich hoffe es auch. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.